Mahlzeit und willkommen zurück zu Hop. Wir haben das letzte Mal, was haben wir das letzte Mal noch versucht? Ja. Wir haben auf jeden Fall das letzte Mal hier den Weg freigemacht und waren auf der Suche nach noch so einem Konstrukt für so einen Energiekern. Beziehungsweise, wir haben den ganzen Glibber weggemacht. Und jetzt wollten wir noch einen Energiekern suchen. Also, weil hier irgendwo einer war. Hier war einer. Und hier war einer. Und dadurch, dass ich aber jetzt aktuell keins von diesen Konstrukten finde, wollte ich mal zum Zielmarker gehen. Da können wir eigentlich jetzt auch nur zu Fuß schnell hin. Ja, alles andere ist Quatsch. Kann ich hier... Der macht nichts mehr. Gucken wir uns mal an. Noch gar keine Gegner mehr, ne? Da waren hier nie welche, außer die schwere Giraffe. Jetzt gehen wir wieder durch so eine Tür. Das ist, glaube ich, verkehrt. Wir müssen weiter nach Süden. Irgendwo hier hin. Gut, schlecht, vielleicht. Ich glaube, das ist richtig. Ich habe auch gar nicht mehr die Waffe abgegradet oder sowas, ne? Die Waffe fehlen noch zwei Stück. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwo noch eine Markierung? Da ist die Schmiede. Ich glaube auch, die sind immer in Höhlen drin. Ne? Da sind wir auch noch nicht reingekommen. Da weiß ich auch nicht, was es bedeutet. Sind das auch Höhleneingänge? Keine Ahnung. Gucken uns jetzt erstmal hier die Blümchen an. Hab ich jetzt hier den Energiekern bekommen? Was denn oben? Jetzt habe ich alle vier. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich sie reingestopft habe. Ja, in das Ding, ne? Doch klar, in die untere Ebene von dem Ding. Können wir auch direkt eine Schnellreise hin machen, ne? Eine Missionsmarke habe ich jetzt schon wieder nicht. Das ist verkehrt. Der ist unten, ne? Einmal sterben darf ich, ne? Okay. Zu gierig. Muss ich jetzt hier die Leiter wieder runter, ne? Als ob der sich jetzt nicht festgehalten hat. Gut. Bitte? War das jetzt die Leiter oder hat er sich daneben an der Wand festgehalten? Noch einmal. Schnellreiseding und... Weiß wieder nicht. Das ist, glaube ich, wieder das Falsche, ne? Beziehungsweise jetzt ist der lila Ranz weg. Jetzt müssten wir auch hier durchkommen, ne? Ist hier eine Tür aufgegangen? War ich hier noch nicht? Da oben war ich noch nicht. Mal schauen, was es hier noch gibt.
Nein, falsche Taste. Hier kann ich noch hochklettern. Oh, und direkt ein Schwertteil gefunden. Jetzt ist die Frage, muss ich da hinten hin? Nee. Muss doch da hin. Ich muss jetzt nochmal gucken, also irgendwie das fühlt sich gerade nicht richtig an. Hier ist auch noch was, wo ich hoch könnte. Danke. Hier war doch der Shortcut irgendwo. Checkpoint. Einmal den Shortcut freigeschaltet. Ich auch noch nicht? Ach ne, hier kam ich auch nicht hoch, ne? Oh, ist... Das ist der Weg dahin. Dachte ich auf... Was? Sind das jetzt alles Türen? Fange ich links an. Bringt mir nichts. Falle ich nur runter? Was ist hier? Ja, das ist eine Leiter. Würdest du da bitte hochgehen? Danke. Komme ich da wieder raus? Dann gehe ich die andere nochmal. Ging jetzt mal mehr oder weniger unproblematisch, ne? Ist aber auch noch was. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich rausgekommen, ne? Dann gehe ich erstmal hier unten in die Tür. Komm hier raus. Unten ist noch ein Schalter. Okay, das ist wieder falsch. Gut, dann gehen wir hier wieder lang. Hier in die zweite. Dann drücken wir mal den Knopf. Ich habe aber noch das... Besser erst das Herzteil noch eingesammelt. Okay, nicht so wild. Das wäre fast in die Hose gegangen. Hier bin ich eben rein. Ich glaube, das ist der Weg wieder nach oben, ne? Auch ein Weg nach oben, okay. Ist hier noch irgendwas Geiles? Noch ein Knopf. Das war, glaube ich, nicht so geil. Cool. War ich hier jetzt schon oder war ich hier nicht? Also unten muss ich auf jeden Fall noch hin, da ist noch ein Gegner. Da ist ein Schmetterling. Noch mehr geben. Ey, ich krieg auch keine richtige Taste beim ersten Mal gedrückt, ne? Ah, okay. Hier ist nochmal ein Shortcut. Den ich aber, glaube ich, so nicht mehr brauche, ne? Oben den Weg hatte ich ja schon von der anderen Seite. Heißt...
ist, glaube ich, auch Ende. Muss noch mal eine Etage runter. Hier ist der Weg, wo ich eben runtergefallen bin. Das war die zweite Tür. Hier die zweite. Einmal hoch. Podest wieder hier hinfahren. Jetzt noch nicht die richtige, ne? Ne. Jetzt hier in die dritte. Nein, das war auch falsch. Ah, das ist auf jeden Fall nochmal ein Herzteil. War es hier die erste? Ah, die erste war es, okay. Jetzt haben wir so. Noch ein Schwert. Ja, das ist ja genial. Ich dachte, das wäre ein Gegner, der hier oben unten rumschimmelt. Hat sich der Weg doch gelohnt. Könnte ich sogar nochmal ein Schwert-Upgrade machen. Mehr zeigt die Karte nicht an, außer hier noch, ne? Das ist doch noch ein Ausdauer. Nochmal aus. Das waren doch eigentlich Truhen, ne? Quasi direkt über mir. Über mir, über mir. Ja, anscheinend unter mir, weil hier ist. Nicht. Nee. Und dann. Von mir sein. War ich hier schon? Okay. Da. Da muss ich hinkommen. Hinter das Gitter. Das ist jetzt so schlau. Bin ich denn da in die Tür gekommen? Kann ich mich von da droppen lassen? Einmal hier runter und jetzt auf die andere Seite. Das ist, glaube ich, die letzte Tür, die ich noch nicht benutzt habe. Ja. Ja, geil, das Ausdauerding nehmen wir auch noch mit. Dann kann ich hier aus der Ecke wieder raus. Ich denke mal, ich habe alles gefunden. Damit komme ich immer noch nicht parat. Also so. Mal dran, nochmal dran. Ausdauer leer. Gut, kurz warten. Schwert könnten wir upgraden. Schmetterlinge sind jetzt auch gar nicht mehr so schlecht. Aber es fehlt noch ein komplettes Schwert-Upgrade. Da habe ich jetzt 3 Stück. Fehlen aber noch mal 3. Und die Schmetterlinge 2, 4, 6, 8, 10, 12 habe ich. 2, 4, 6, 18, 12 fehlen.
Knapp die Hälfte. Was ist knapp die Hälfte? Exakt die Hälfte. Komme ich aus dem Loch nicht mehr raus, weil ich keine Ausdauer habe. Mir wieder raus. Jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt wollte ich eigentlich da oben hin und bin hier unten gelandet, ne? Was ist das noch? Oben ist noch ein Schmetterling. Da ist noch ein Ausdauerteil. Schmetterling. Erstmal nach Norden. In gucken, ob ich den Energiekern irgendwo rein semmeln kann. Oh. Da hätte ich auch noch hergekommen. Weil hier kam ich irgendwo hoch, ne? Mal rausfinden, wie ich da hochkam. Muss ich quasi den Weg hier vorne nehmen. Alter, wie kann man sich so krass verlaufen? Ne, den hätte ich hochgemusst. Also muss ich jetzt nochmal die andere Seite kommen. Okay. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Keine Ahnung. Hier ist noch eine Tür zu. Von Norden noch mal dran. Doch gar nicht richtig, oder? Muss ich hier nicht? Muss ich da die Kerne einsetzen? Ja, hier ist der Balkon, wo ich die einsetzen könnte. Das ist sogar noch ein einfacher Weg dafür. Geil. Dreht sich. Irgendwas haben wir aktiviert. Jetzt ploppt da der Typ auf. Er hat vorher im Boden gesteckt. Also das ist nicht ganz geil. Ist ein bisschen verglitscht. Ja, klar. Jetzt haben wir so eine große Plattform. Eine verdammt große Plattform. Darf wieder klettern. Eine imaginäre Treppe runtergelaufen. Okay. Ich glaube, das sollte eine Zwischensequenz sein, die aber nicht richtig läuft. Er hatte seinen Arm ausgestreckt zu diesem schwebenden Turm, wa? Nein, nein, nein. Boah. Bitte, 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 bitte. Nicht runterfallen.
Weiß ja nicht mal, wohin ich drehen soll. Oh, okay. Hat sich geklärt. Das macht Sinn. Wieder drehen. Nein, nein, nein. Hoffentlich habe ich genug Ausdauer für den Quatsch. Okay. Keine Fehler mache. Geht's. Hier? Ne, das war der Punkt zum Halten. Fast nochmal runterfallen. Okay, Checkpoint, Schnellreise. Tun mir nix. Eine Art Drohne oder mehrere Drohne, Drönes. Okay. Ach, da hockt sie ja. Oder schlecht, was sie da macht. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Pi. Okay, Ende. Cool. Ich habe die Hälfte von dem Zeug nicht verstanden. Das ist... Ja, okay, Händchen halten und gut ist. Das kapiere ich nicht. Das Ende verstehe ich gar nicht. Die Story war nur so... Hälfte vielleicht kapiert. Ne, eigentlich... Keine Ahnung. Total weird. Aber vom Spiel her ist eigentlich ganz geil. Wenn man die Steuerung drauf hat. Nicht so rumnoob wie ich. Und wenn das jetzt wirklich das war... Weiß ich, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ende gibt. Weiß auch nicht, was das hier dann sein soll. Und die restlichen Sammelgegenstände, ja, habe ich nie Bock drauf, die einzusammeln. Also irgendwie ein solides Spiel. Ich glaube, ich habe länger gebraucht, als ich angenommen hätte.
Und die Credits sind aber auch ganz kurz. Wir kriegen nur eine Zwischensequenz. Gucken wir mal, was noch passiert. Bin aber jetzt wieder im Hauptmenü, ne? Okay. Dann gucken wir uns aber noch. Einmal. An, was der Große uns da aufgemacht hat. Sind doch quasi. Türen gewesen. Da komme ich jetzt irgendwie. Bequem alleine dran. Ich würde fast behaupten, das ist noch der beste Punkt, ne? Gucken wir mal einfach, ob wir da jetzt in die Höhle reinkommen. Aber ich würde jetzt sagen, das Spiel ist soweit durch. Aber nur noch gucken, was oder ob das überhaupt die Dinger sind, die der jetzt aufgemacht hat. Na komm. Einmal grapschen. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt schon drin? Ich bin noch nicht mal richtig. Ah, da hinten ist es. Weiß ich, ist die Tür jetzt auf oder nicht? Die ist nämlich nicht auf. Welche waren das dann? Bestmark habe ich wie immer auch nicht. Das sind Truhen, ne? Das sind Truhen gewesen. Aber was hat der jetzt aufgeschoben? Das sind aber auch keine, ne? Jetzt leicht nördlich von mir. Die Symbole könnte ich jetzt noch checken. Finden, was der, welche Tür der aufgemacht hat, wenn es nicht. Ja, und nicht die ganze Karte merken. Laufe ich natürlich erstmal in die falsche Richtung dafür, ne? Ist nach Norden laufen? Nee. Norden laufen ist zu weit. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum der jedes Mal die Animation wieder zeigt. Das ist auch Banane. So, jetzt einmal das erste Stück über die Rohre drüber. Richtig. Hier ist so ein Steg.
Da komme ich jetzt nicht hoch. Oh, da. Bitte, bitte nicht festhängen. Danke, danke. Ach nicht, das sind einfach nur die Aussichtspunkte. Okay. Wo könnte der die Tür aufgemacht haben? War ich da unten überhaupt schon? Da war ich noch gar nicht. Er ist jetzt weird, ne? Also ich weiß nicht, wo er die Tür aufgemacht hat, wo ich jetzt hin könnte, oder war es die? Ne, das ist die Plattform. Nicht wieder von der Plattform verwirren lassen. Ich habe halt keine Ahnung, wo er die Tür aufgemacht hat. Ich habe jetzt keinen Bock, Ewigkeiten Sammelgegenstände zu sammeln, von daher beende ich das jetzt hier. Ja. Das war's dann erstmal mit Hopp. Ich kann nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Däumchen, hilft mir sehr. Und ansonsten bis zum nächsten Projekt. Ciao.